Scheiße. Alter, ich hatte gerade so einen solche Running-Gags. Na, vielleicht kommt es ja noch. Nachträglich reingeflattert. Nö. Jetzt habe ich gerade so einen schönen 7er-Kill gemacht. Jetzt werde ich hier 7 hintereinander getötet. 7 ist die Zahl des Pechs. Ich finde es eigentlich schwachsinnig, dass Zahlen Bedeutungen haben. Farben mit Bedeutungen, das kann ich ja noch teilweise verstehen. Scheiße. Nummer 3. Kann ich ja verstehen, aber Zahlen? Ich kenne eigentlich nur die 3, aber ich weiß nicht, was sie als Bedeutung hat. Die 7 ist eine bedeutende, ist die Zahl des Pechs. Und 11 hat auch irgendeine Bedeutung, ich weiß nur nicht was. Dort ist er. Die Death-Serie hat sich gelöst. Gelöst! Nein! Dau! So ein Hodengesicht. Ich hoffe, das Video wird nicht abgezählt, nur weil ich hier so viele. Wobei, ich sag eigentlich immer ganz böse Worte, wenn man das als böse Worte bezeichnen darf. Nicht. Ah, lala. Ich merke wieder, ich habe keinen Redestoff. Und da fange ich mal an, irgendwelche komischen Sachen von mir zu tun. Denn. Weil ich ja mal erzählen könnte, was wahrscheinlich keine Sau interessiert. Aber ich habe wenigstens was zum Reden. Ich habe heute ein neues Bett bekommen. Yeah. Und morgen habe ich Projektarbeit Verteidigung. Über Russlands Geschichte. Also wir hatten allgemein Russland das Thema. Und ich habe Russlands Geschichte als Spezialthema. Und ja. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe mal, das wird eine gute Note. Ich habe bisher eine 3 und eine 4. Das Produkt war Thema verfehlt, weil ich Kriegsführung von Russland hatte. Und im Schriftlichen hat das Wichtigste gefehlt. Ja, gut. Ich war eigentlich auch nur auf Wikipedia und habe da die Sätze umformuliert. Ist ja rein theoretisch nicht verboten, aber das ist halt Schwachsinn, weil das bringt halt keinem was. Oh, das er. So, ja, nach Mittwoch ist Donnerstag, da ist glaube ich Männertag. Dann am Freitag ist Brückentag, Samstag, Sonntag ist ja sowieso frei. Und Montag bis Freitag geht's nach Amsterdam and Rotterdam auf Klassenfahrt in Holland. Oh yeah. Ich freue mich schon wie ein Schneekönig, da kommen auch 5 Blocks, sag ich mal, also die Woche darauf dann. Zur Klassenfahrt. Vielleicht jeden Tag mal so ein Video machen, wie es war, ein paar Sachen aufnehmen, fotografieren, Impressionen in ein Video zusammenschneiden, damit ich wenigstens mal was zu tun habe, wenn ich daheim bin. Und ja. Ich denke mir, das wird ganz angenehm. Sehr angenehm. Sogar Klassenfahrten sind eigentlich immer cool. Das ist das Beste, was man mit der Klasse macht. Und danach sind dann 2 Tage wieder frei. Ich weiß gar nicht warum. Auf jeden Fall haben wir da frei. Ich glaube, da ist Pfingsten oder so. Und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist Schule. Und ich glaube, dann sind es nur noch 3 Wochen, die wir richtig Schule haben. Und danach sind dann schriftliche Prüfungen. Dann noch frei. Ach nee, zuerst haben wir letzten Schultag am 6.7. Und danach ist dann frei. Scheiße, da habe ich geschlagen. Die Bitch! Irgendwie hört sich das normale Messer viel lauter an als das Brotmesser. Also das Premium-Messer hier. Sieht irgendwie aus wie ein Brotmesser. Naja. Hey, du Bitch, erschlag du dir den. Lol. So, ja, danach sind, glaube ich, 2 Wochen frei. Nee, zwischen letzten Schultag und schriftlichen Prüfungen ist 1 Woche frei zur Vorbereitung. Dann ist noch eine Woche oder 2 Wochen frei. Dann sind mündliche Prüfungen. Und dann, eine Woche später ist die feierliche Zeugnisübergabe. Und dann habe ich 6 oder 7 Wochen Ferien. Und dann gehe ich freiwillig nochmal zur FOS, zur Veroberschule. Und danach hoffentlich studieren. Jedenfalls ist das mein Ziel. Mal gucken, inwiefern ich das schaffe. Also ich denke mal, FOS wird kein Problem, aber studieren. Aber mal gucken, ob die Noten dann das hergeben. Danach werde ich mich vielleicht bei Electronic Arts bewerben. Wenn ich Informatik studiert habe, kann ich mich da garantiert bewerben. Ich habe mich ja auch schon jetzt nach der 10. dort beworben. Ich werde mich natürlich auch für nach der 12. dort bewerben. Vielleicht nehme ich mich ja schon an. Da brauche ich auch nicht studieren gehen, so ist nicht. Bei EDG werde ich mich bewerben. Auf jeden Fall bei Google auch.
Das sind zum Beispiel, das sind die drei großen, wo ich mich auf jeden Fall immer bewerben werde. Also werde ich mich noch zweimal bewerben. Ja, und spätestens nach dem Studium werde ich ja wohl einen Job finden, weil wer studiert, kriegt immer einen Job. Also ich habe noch nie ein Bild, ich habe noch nie von einem Studierenden gehört, der keinen Job gefunden hat. Okay, mir ist die Luft weggegangen. Und das Gute ist, an der FOS, in der 11. Klasse habe ich nur eine Wochenstunde Sport, yay! Und in der 12. gar nicht, das ist richtig geil. Ihr müsst wissen, ich bin eine richtige Sportmuffe. Und, in der 11. dürfen wir einmal in der Woche ein eintägiges Praktikum machen. Und in der 12. Dann alle zwei Wochen eine Woche. Und ja, also das wird sehr praktisch. Mein Gott, dieser Killklauer. So, könnt ihr schon was über mich erzählen? Meine Lieblingsfarbe ist rot übrigens. Ich weiß, interessiert keinen. Eigentlich habe ich auch gar keine Lieblingsfarbe. Und wenn, dann wäre es blau. Was gibt es denn noch auf meinen Zeitplan für YouTube? Eigentlich so gut wie gar nichts, denn ja, nach dem Let's Play von Dirt, wovon übrigens nur Videos kommen, wenn ich welche gemacht habe und wenn ich mal Bock auf Dirt habe. Nach Dirt Showdown, ich weiß nicht, ob ich Dirt 3 machen will, weil das hat mich jetzt nicht so angesprochen, das Spiel, wobei es eigentlich wie Showdown ist, aber ja, ich habe mir eigentlich quasi 2 vorgenommen. Da wollte ich auch mal ein paar Multiplayer-Videos machen. Aber da muss ich mal gucken, wann ich das überhaupt spiele. Mal. Weil ich habe es mal eine Zeit lang gespielt, 12 Stunden am Stück. Nicht am Stück. Über eine Woche verteilt und danach hatte ich dann keine Lust mehr so richtig. Und ja, mal gucken, wann die Lust wieder da ist. Dann wird auf jeden Fall auch aufgenommen in den neuen PC-Komponenten. Klappt das auch alles supi? Tschüss! Danke fürs Doc-Tech. Wie, der ist nicht tot. Schon wieder ein Mini-Doc-Tech. Hey du da, Radio. Alter, bleib stehen, du Bitch, Junge. Keiner bei uns, doch irgendeiner hat Sprint drinne. Ich dürfte eigentlich allgemein schneller sein als er. In seinen, die haben auch Sprint drinne. Das Wegrenner hat dir nichts gebracht, du Nutte. Am Wochenende war auch irgendwie so ein Doc-Tech-Tag von irgendwelchen EA-Mitarbeitern. Irgend so ein ehemaliger Manager oder so und der aktuelle Manager oder so. Da konnte man sich die Doc-Techs von denen holen. Ja. Danach hat denn. Ach nee, es gibt dann diese GeForce-Events. Da kann man GeForce-Karten gewinnen. Aber ja. Ich mach da eigentlich nicht mit. Eigentlich habe ich noch nie bei einem Event mitgemacht. Weil ich eh denke, dass es jemand anders gewinnt. Ich will mir ja spätestens zu Weihnachten die AMD 7970 holen. Von Gigabyte für 380 Euro. Ich glaube, die dürft gut Arbeit machen. Da brauche ich erstmal ein paar Jahre dann keine. Prozessor, den AMD FX 8350 dürft auch erstmal reichen. 8 GB RAM werde ich vielleicht nochmal verdoppeln. Neues Netzteil bekommen, ein Be Quiet 70 Watt. Dürfte auch erstmal reichen. Neues Gehäuse habe ich, wo alles reinpasst. Simon Z11. Mainboard habe ich auch passen, Sabertooth, R2.0, 990 FX oder so. Ja, eigentlich brauche ich gar nichts mehr. Soundkarte, tja, finde ich nicht so wichtig. Headset, Logit, Maus, Tastatur, externe Festplatte, zwei Bildschirme habe ich alles. Ich habe alles, was ich brauche. Boah, lohnt sich doch gar nicht aufzustehen.